So, die Mülltonne hatte ich jetzt schon. Mal hier nochmal gucken. Irgendwo soll man da hochkommen. Aber nicht von hier. Oh Mann, oh, jetzt sind diese blöden Panzer wieder da. Da war so ein kleiner Huckel. Au! Nee. Ein Huckel. Ein Hügelchen. So, weg mit dir, du Eimer. Meinst du den da? Von hier aus rüber hüpfen oder was? Oh, von dem Panzer platt. Sind so behäbig, ne? Ey, was ist das für Lappenpanzer, ey? Von hier aus da rüber? Ernsthaft? Ich muss da rüber hüpfen? Geht doch gar nicht, oder? Doch, cool. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann wieder darüber. Ah, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Aua. Das tut weh. So. So, erstmal die Dinger kaputt machen. Dann kann man immer noch reden. So. Leider respawnen die Gegner, wenn man den Ort wechselt. Achso, okay. Ja gut. Ja, dann ist das so. Macht nichts. Das macht überhaupt nichts. So, hier. Es ist ein Mülleimer. Ist dort etwas drin? Er ist leer. Toll. Leer. Hier ist ein Pappkarton. Es ist eine Kiste. Ist dort etwas drin? Du findest Schutzhelm. Ein Schutzhelm. Was ist das? Das sieht ja komisch aus. Hier ist wieder so ein Grafikbug. Naja, typisch PS1 halt, ne? Dann war es die Kiste. Ja, ich habe einen Helm. Einen Schutzhelm. Typischer Schutzhelm sieht nicht sonderlich modisch aus. Vielleicht kann Wolf was damit anfangen, um etwas herzustellen. Wahrscheinlich dieser Mega Man-Helm dann, ne? So, kann ich hier mal irgendwie was? Verkaufsautomat. Möchtest du 100 Senni einwerfen? Ja, gib mir mal was zu trinken, bitte. Damit fix zu Roll. Okay. Ein Erfischungsgetränk. Erfischungsgetränk. Du fühlst dich erholt. So, Roll war im Fahrzeug. Ich muss jetzt wieder bis zum Fahrzeug zurück. Na gut. Die war ja nicht hier drin. Nee, da müssen wir zurück. Okay. Ah. Ja, ja, mach du nur deine Späße. Ist mir egal. Okay. So, hutschen wir mal schnell darüber. Au. Oh, eine Frechheit. Wurde ich noch vorhin in den Rücken geschossen. In den Rücken rein. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Theoretisch müsste hier irgendwo der Bus stehen, ne? Oder unser Fahrzeug, besser gesagt. Wahrscheinlich nicht hier in dieser Ebene. Sehe ich das hier auf der Karte? Nee. Ich glaube, das müsste dann theoretisch im Stadtteil sozusagen stehen. Normalerweise vor dem Rathaus. Nee? Habe ich eben aber nicht gesehen. Ich gucke nochmal. Vor dem Rathaus. Nö, hier ist er nicht. Kannst auch das Walkie-Talkie mit? Ich habe ein Walkie-Talkie. Ah. Okay, Mega Man. Wir sehen uns gleich. Ah. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. So, wir reden mit Roll. Objektentwicklung. Na gut, ich schau mal nach. Okay, in Ordnung. Tada! Der Schutzhelm wurde benutzt, um einen Helm zu erschaffen. Sieh nur, ich habe diesen Helm so verändert, dass er dir perfekt passt. Wenn du ihn trägst, wirst du nicht mehr so leicht von gegnerischen Attacken umgehauen wie zuvor und du wirst sogar Stürze aus größerer Höhe, aus großen Höhen überleben. Meine Fresse, ey. Selbst wenn dich jemand von der Klippe stößt. Natürlich bist du nicht unverwundbar, deshalb solltest du weiterhin vorsichtig sein. Aber ich wette, er wird sich bei Kämpfen in luftigen Höhen als nützlich erweisen. Okay. Dankeschön. Nichts weiter. Ciao, ciao. Red mit Data. Wir speichern einmal. So, komm schon. So, einmal überschreiben. Ja. Mir fällt gerade ein,
dass es irgendwie nicht sonderlich hilfreich ist, wenn ich schlecht vorlese. Vor allem, wenn wir hier einen Beta-Test für die deutsche Übersetzung machen. Eieieiei. So, Schutzhelm. Ach, wir kriegen das schon hin. Passt schon irgendwie. So, da ist er. Ausrüsten. Ja. So, jetzt bin ich Mega Man. Ich bin Mega Man. Aha. Da sagt er auch noch nun, ne? Hm. Ui. Na gut, ich gebe mein Bestes. Ich versuche es ab jetzt etwas besser. Das Doofe ist, das ist jetzt schon der zweite Mittwoch in Folge, wo ich das Spiel spiele, wo ich nach der Arbeit Kopfschmerzen hatte, also wirklich Kopfschmerzen hatte und eine Kopfschmerztablette genommen habe. Und bei mir ist immer so, wenn ich Kopfschmerztabletten nehme, ich werde davon müde. Ich werde davon einfach nur müde. Und das ist vielleicht eine Erklärung. Die andere Erklärung ist die, ich bin einfach kein guter Vorleser. Noch nie gewesen. Hat auch früher in Deutsch nie gute Noten im Vorlesen. Aber ist egal. Nur so kann man es ja vielleicht üben. Vielleicht wird man dann doch irgendwann mal besser. Ich müsste wahrscheinlich aufmerksamer lesen einfach. Ich glaube, das war schon immer mein Problem. Oder Texte rezitieren. Ich fand das früher auch immer schlecht. Also ganz schlimm, ich konnte das nie. Ich habe Texte dann immer gelesen und habe dann direkt wieder vergessen, was drin stand. Das ist so schlimm. So, was? Du vermisst ja ein wenig meine Stimmenimitation bei Frauen und Co. Da musste ich mir schon anhören, das kann man ja sich nicht anhören. Ich soll das doch bitte lassen. Aber ich mache das demnächst wieder, wenn wir wieder ein Rollenspiel haben, wo ich Textboxen vorlese. Hier ist dann immer so ein bisschen schwierig. Ich laufe jetzt einfach durch. Ciao. Aber wir machen das auf jeden Fall wieder. Wenn bei Vagrant Story sowas dabei ist, dann machen wir das auf jeden Fall. Ich lasse mir das nicht nehmen. Wenn andere das machen, dann mache ich das auch. So, weg mit dir, du Heini. Gib mir mal das da. Brauche ich mal. Ey! Oh, ey, ich treffe diesen Typ nicht. Ich hätte meine Spezialwaffe wechseln sollen, ne? Fällt mir gerade ein. Ich war im Auto, ich hätte sie wechseln sollen. Naja, ist egal. Jetzt kann ich es nur auch nicht mehr ändern. Brücke. Ganz ehrlich? Ach, gleich, Moment. Machen wir gleich. So. Oh, ja. Gib mir den. Wenn ich mir, ich wollte das jetzt gerade sagen, wenn ich mir das hier so angucke, das Wasser, ne? Wenn man die Kameraperspektive von oben machen würde, würde es wahrscheinlich wie ein Super Nintendo-Spiel aussehen. Also, weil grafisch ist das Spiel, es ist okay. Ist jetzt nicht das Hübscheste, es sieht okay aus. Für das, was es ist, ist es okay. Aber ich glaube, wenn man die Grafik von oben zeigen würde, würde es aussehen wie ein Super Nintendo-Spiel. Nur in 3D halt eben. Nicht böse gemeint. Das Spiel ist trotzdem hübsch. Gefällt mir gut. Aber es wirkt so. Stimmt irgendwie, ne? So. Oder sag nicht Super Nintendo, sag eher... Was kam danach? Was kam nach dem Super Nintendo? GameCube? Nee, N64, Quatsch. N64, ein bisschen. Hallo? Achso. Aber N64 war doch auch schon 3D. Meine ich. Naja, dann irgendwie so eine Mischung daraus aus beiden. Wer weiß. So, du hast hier nun zwei Optionen. Entweder durch die Höhle neben Data für die Story oder erst den anderen Weg für Loot und eine Ruine. Na, erstmal die Loot-Ruine. Bin doch so eine Loot-Hure. Mach doch sowas. Die Blumen kannst du übrigens mitnehmen. Ich hab mir das schon gedacht. Wo war die denn jetzt? Ich hab eben die Blume gesehen und hab mir so gedacht, die kann ich doch bestimmt mitnehmen. Ich hab mir das wirklich eben so gedacht. Die zappelt auch so ein bisschen. Hallo, Blume. Eine Blume. Du findest Blume. Blume. Muss ich immer an Dings denken. An Bambi. Blume. So, hier ist auch nur eine Blume, ne? Oder ist hier noch irgendwo eine Blume? Blume. Ist nur eine. Okay, nein. Erstmal in die Ruine. Oder, wenn man es falsch liest, Urine. Was? Er fragt mich bitte nicht. Ich bin wahrscheinlich schon. Bin schon drüber. So. Da sind wir wieder in einer Ruine. Diese hat nur einen Ausgang, wie mir scheint. Beziehungsweise einen Ausgang. Ein Ausgang. Ja. So, was ist das hier?
So, einmal auf damit. Du findest 1780 Seni. Wow, da ist richtig viel Kohle drin in dem Ding. Nur eine Blume, mehr brauchst du auch nicht. Okay, na gut. Dann ist das ein Quest-Item. Gehe ich mal davon aus. So, warte mal, hier haben wir wieder so eine abgerissene Wand. Ist hier was drin? Nein, nichts drin. Muss was. Ah, hier hinten ist nochmal so ein Loch. Es ist eine Falle! Oh nein! Ah! Aua! Da ist ein Loch in der Wand. Ist da was drin? Ist da etwas drin? Du findest eine Refraktorscherbe. Wunderbar. 1510! Nice! So, weg mit dir, du Eimer. Ja, jetzt hat sich das mal gelohnt. Ha, ich habe alle gekriegt. Yippie, alle Scherben bekommen. Ja, so, Tür auf. Keiner. No. Hä? Achso, hier geht's um die Ecke. Irgendwas ballert hier schon wieder. Da oben. Alter. Oh. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich das von oben mache. Ist das hier eine Tür? Nein, sieht nur so aus. Langsam werde ich warm mit dem Spiel. Ja. Das passt schon. Das passt schon. So, hier ist bestimmt wieder irgendwo so ein Eimer. Nee, doch nicht. No. Bam, 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 bam. Komm, geh kaputt. Ja, super. Nicht der Loot so weit weg? Frechheit. Hier kann ich nicht drüber schießen? Ah. Mano. Das dauert nur länger. Aber es ist effektiv. Da trifft er mich nämlich nicht. Ah. Ja, nee, ich merke, also ich habe mir jetzt die Steuerung so ein bisschen so langsam eingeprägt. Ich finde es halt immer noch blöd, dass man manchmal die Tasten nicht gleichzeitig drücken kann. Ist manchmal so. Also ich versuche ja immer hier mit diesen Sidesteps jetzt zu arbeiten. Aber es ist manchmal schwierig, dass der halt eben nicht mehr als eine Taste gleichzeitig mitbekommt. Ein bisschen blöd. Aber ansonsten erinnert mich die Steuerung so ein bisschen an Medal of Honor. Muss ich leider sagen. Ups. Ups. Nein, 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 aua, aua, aua. Okay, von mir aus. Die Steuerung ist wirklich der Schwachpunkt. Ja, ist halt wirklich so. Du findest Kanonenbausatz. Cool. Ein Kanonenbausatz. Ups. Im zweiten Teil haben die da ein wenig verbessert. Ja, gut, das ist auch dringend notwendig, wenn du mich fragst. Weil das ist halt, ich kann halt manchmal, guck mal, ich kann jetzt nicht nach vorne laufen, ich laufe jetzt seitlich zum Beispiel. Ich drücke seitlich und, ja. Müsste eigentlich nach vorne laufen, aber ja, macht er nicht. Also man kann irgendwie gefühlt immer nur ein, maximal zwei Tasten gleichzeitig drücken. Das ist irgendwie seltsam. Komm ich irgendwie hoch? Natürlich nicht. So, jetzt muss ich gucken, wie ich da hochkomme. Oh. Oh. Auch beim Lock-On kann Mega Man auch nicht gleichzeitig schießen und laufen. Ja, da ist ein ein Typo zu meiner Belustigung. Ein Typo zu meiner Belustigung. Ich habe es jetzt richtig vorgelesen, da stand Scheißen. Oh, das hat mein Humorzentrum gerade getroffen. Ich bin wahrscheinlich doch müder als gedacht. Oh Mann, ey. Oh, herrlich. So, ich glaube, hier geht's nicht weiter, weil wir erstmal Tatütata haben. Oh, das werde ich so vermissen, wenn wir umgezogen sind. Dann kein Tatütata mehr. Oh, wird so toll. Ich glaube, irgendwie komme ich da. Komm hier nirgendwo weiter. Na gut. Durch die Tür oben? Ich war da oben durch die Tür. Ich war da oben. Hä? Ich kann nochmal hochgehen, aber ich war da oben durch die Tür gegangen. Und da bin ich doch zu diesem Raum gekommen, wo ich angeblich nochmal irgendwie springen muss. Aber ich komme noch nicht weiter.
So. Seitlich läuft er schneller als vorwärts, kann das sein? Guck mal. So, also hier durch die Tür bin ich eben schon gelaufen. Ich kann da nochmal reingehen, aber ich glaube, da war ich eben schon. So, ich guck nochmal. So, und hier komme ich nie weiter. Weil ich so hoch. Man kommt bestimmt. Selbst mit dem Reden, das funktioniert nicht mehr. Ich wollte sagen, man bekommt wahrscheinlich später noch einen Doppelsprung. Ansonsten komme ich ja nicht da hoch. So, Dank. Diagonal läuft er auch schneller, das nutzt auch die Speedrunner. Das ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Also er läuft diagonal schneller. Warum auch immer. Das geht noch nicht. Nein. Guck mal, er läuft wesentlich schneller. Ich mache jetzt hier Speedrun, ja? Ich kenne das Spiel noch nicht, aber ich mache trotzdem Speedrun. Man muss nicht ein Spiel kennen, um es zu speedrunnen. Das heißt ja nur Geschwindigkeitsrennen. Also rennen. Schnell durchlaufen. So, okay, dann gehen wir einfach mal nach da hinten. So, an den Panzern kann ich ja vorbeihutschen. Die können mir ja gestohlen bleiben. Ja. Und dann Data. Schönen guten Tag, Data. Mega Man, es scheint, dass die Piraten ein großes Loch oder sowas auf der anderen Seite dieses Durchgangs graben. Sei vorsichtig. Ja. Energie auffüllen. Lebensanzeige aufgefüllt. Speichern. Ja. Einmal kurz safen. Da. Muss im Übrigen noch ein Video machen. Muss ich mal gucken, ob ich das morgen schaffe. Ja. Muss ja ein paar Fragen beantworten, ne? Ich muss ja noch ein paar Fragen beantworten. Also, falls hier jemand auch im Chat ist, irgendwie, der Fragen beantwortet haben möchte, Q&A-mäßig, gerne mir zukommen lassen. Wir machen ein Q&A. Ja. Und bis ihr das hier auf YouTube seht, wird ja eh noch ein bisschen Zeit vergehen. Also, wenn ihr es auf YouTube hier guckt, diese Folge, ist das Q&A schon längst draußen. Schon bestimmt seit, keine Ahnung, 2 Monaten oder so. Ich habe gerade ein bisschen Vorlauf, was so diese ganzen Spiele angeht. Das finde ich auch ganz gut so. Gerade weil wir jetzt umziehen. Beziehungsweise, wenn ihr das hier seht, ist es schon passiert. Dann sind wir schon umgezogen. Aua. Das war doof. So. Ach, wisst ihr was? Ist mir egal. Ich treffe die Typen eh nicht. Und es ist auch völlig irrelevant, sie noch kaputt zu machen.